Ja, es ist natürlich etwas Besonderes, eine Aufnahme zu machen, wo die eigene Studentin, wobei ich möchte sie ja, das ist ja Quatsch, sie als Studentin zu bezeichnen. Sie ist einfach eine gestandene Musikerin. Unsere Unterrichte laufen auch oft mehr im Dialogstil natürlich ab. Das ist nicht so, du musst das so machen, das ist falsch, was du machst. Das ist natürlich Quatsch auf diesem irren Niveau, wie sie ist, musikalisch und auch technisch. Aber es ist tatsächlich eine besondere Situation, dann gemeinsam eine Aufnahme zu machen. Und ich bin tatsächlich dann auch immer hin und her gerissen, wie sehr ich dann trotzdem noch einschreite da oder ihr den Raum lasse, dann auch einfach sie selber zu sein. Und dennoch merke ich es dann doch immer wieder, gerade wenn wir etwas mehrfach machen, dass es dann vielleicht ja doch nicht blöd ist, wenn man auch einfach mal eine Idee reinwirft. Probier doch mal das und versuch doch mal so. Und wenn dann so viel Vertrauen da ist wie zwischen uns, dann geht das natürlich auch wunderbar. Ich habe das ja übrigens auch gemacht bei einer Aufnahme mal noch kurz vor 2 Jahre bevor unser beider Lehrer Karl-Heinz Kämmerling gestorben ist, habe ich ihn zu meiner Aufnahme mit Liszt-Sonate und Schumann C-Dur-Fantasie gefragt, ob er dazukommen würde. Und das hat er dann tatsächlich auch einmal gemacht. Das hat er vorher noch nie gemacht. Und das war auch so hilfreich, ihn dann einfach mal dabei zu haben und immer mal so einen kurzen Gedanken nur mal einzustreuen von außen. Nicht? Jetzt ist es in dem Sinne natürlich von innen, weil wir gemeinsam die Musik machen. Aber es hat einfach riesen Spaß gemacht. Gleichen Schule, diese gleiche Denkweise irgendwie, diese Suche nach der Magie in den Tönen. Also Kämmerling hat immer gesagt, das, was zwischen den Tönen ist und eben diese Suche danach, die steckt schon in uns beiden und das ist eben ja schon toll, wenn man auf diesem selben Weg ist, sage ich mal, wenn man ein Stück zusammen spielt. Komponisten nehmen immer etwas mit aus der Vergangenheit und weisen auch zum Teil ziemlich weit in die Zukunft. Und das ist bei Mendelssohn auch der Fall. Er kommt schon aus der Tradition von Haydn und Mozart hat er ja auch sehr, sehr geliebt. Das merkt man auch in dieser Klarheit, in dieser Reinheit der Aussage. Hat auch eine gewisse Ähnlichkeit oft in der Zerbrechlichkeit. Man muss sehr vorsichtig, man darf nicht mit dicken Pinsel, sondern es ist eher eine Federzeichnung, wie man arbeiten muss. Und dennoch hat er ja auch in der Form alles gesprengt, das eigentlich im Grunde genommen ein Klavierkonzert, was ineinander übergeht, mehr oder weniger. Das hat er ja beim ersten auch schon so ungefähr gemacht. Dass also ein großer Bogen gespannt wird von Anfang bis Ende, vielleicht auch nur, um Huster zu vermeiden dazwischen. Aber es sind natürlich so fantastische Ideen und ja schon irgendwo auch Einfälle in der. Bei Mozart ist es ja auch oft die Genialität der Einfälle, die uns so unglaublich berührt.
und wir wissen gar nicht, was es ist. Und das ist im Mendelssohn eigentlich im zweiten Satz zum Beispiel auch so. Ich kriege einfach eine Gänsehaut bei diesem Thema. Von der ersten Probe an wusste ich eigentlich wirklich, dass das was Besonderes wird. Wir haben uns sofort sehr gut verstanden und das Orchester ist so motiviert und hat so eine positive Energie. Also wirklich so diese Suche nach dem perfekten Klang, nach dem perfekten Ton, die ist wirklich da. Und das hilft sehr, auch für mich. Also es inspiriert mich, wenn sie so spielen. Und deswegen, ja, also es ist wirklich eine tolle Erfahrung gewesen, diese Aufnahme zu machen.